Namaste, mein Name ist Elke. Ich zeige euch heute den Sonnengruß aus dem Ashtanga Yoga und zwar den Sonnengruß A. Für den Sonnengruß A komme an den Anfang deiner Matte, bringe die großen Zehen zusammen und dann atme ein und atme aus, bringe die Hände erst einmal vor deinen Brustkorb. Bevor wir jetzt mit dem Ashtanga Yoga Sonnengruß beginnen, aktiviere zuerst einmal die Bandhas. Mache ein sanftes Uddiyana Bandha, indem du den Bauchnabel etwas nach innen und nach oben ziehst und ein leichtes Mula Bandha, indem du den Beckenboden aktivierst. Lasse diese zwei Bandhas während dem Sonnengruß die ganze Zeit aktiv und dann versuche noch den Ujjayi-Atem mit in den Sonnengruß hineinzunehmen. Der Ujjayi-Atem entsteht, indem du die Stimmritze leicht verschließt, so ein sanftes Rauschen über deine Stimmritze erzeugst. Und dadurch kannst du den Atem sehr langsam halten und auch deinen Geist beruhigen. Wir beginnen einatmen mit dem Ujjayi-Atem. Zieh die Arme weit nach oben. Schau nach oben zu deinen Händen. Ausatmen, Ujjayi-Atem, komme die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen mit dem Ujjayi-Atem, mach den Rücken lang. Ausatmen, beuge die Knie. Und dann lauf oder spring nach hinten in Chaturanga Dandasana. Einatmen in den Laufschattenhund. Und ausatmen zurück in den Hinabschauenhund. Füße bleiben hüftbreit. Und dann bleibe hier für 5 Atemzüge. Atme weiter in den Ujjayi-Atem. Und dann überprüf einmal die Position deiner Hände. Achte darauf, dass der Zeigefinger nach vorn zeigt, dass alle Finger fest in den Boden hineingedrückt sind. Und dann versuche auch wieder die Füße hüftbreit auseinanderzugeben. Dein Becken ist gekippt, so ein sanftes Hohlkreuz erzeugen. Die Bandhas sind aktiv und schaue entweder zu deinen Knien oder wenn du möchtest, zu deinem Bauchnabel. Drisch die Blickpunkt. Im Ashtanga-Sonnengruß, im hinabschauenden Hund sind entweder die Knie oder der Bauchnabel. Nach 5 Atemzügen. Beuge die Knie leicht, schau nach vor zwischen deine Hände und dann lauf oder spring wieder nach vor zwischen deine Hände, mach den Rücken noch einmal lang. Ausatmen, komm wieder in Uttanasana, in die stehende Vorbeuge und einatmen wieder mit langem, geraden Rücken, bring beide Arme über die Seite nach oben, schau nach oben zu deinen Händen und ausatmen, führ die Hände wieder vor dein Herz. Zweites Mal, einatmen und Ujjayi-Atem nach oben kommen. Ausatmen, wieder in Uttanasana, in die stehende Vorbeuge, Rücken lang. Einatmen, auf die Fingerspitzen nach vorn schauen. Ausatmen, Knie beugen, nach hinten laufen oder springen, wieder in Chaturanga, in die Stockhaltung. Einatmen, in den hinaufschauenden Hund. Und ausatmen, wieder zurück in den hinabschauenden Hund. Und bleibe wieder für 5 Atemzüge. Tief ein- und ausatmen mit dem Ujjayi-Atem. Einatmen, ausatmen, eins, einatmen, ausatmen, zwei, einatmen, ausatmen, 3, einatmen, wieder nach vor laufen oder springen zwischen deine Hände, mach den Rücken einmal lang, ausatmen, komm wieder in Uttanasana, in die Vorbeuge und einatmen, wieder mit beiden Armen nach oben, ausatmen, Samasthiti, letztes Mal, einatmen, Arme lang nach oben strecken, ausatmen, Uttanasana. Einatmen, streck den Rücken, ausatmen, nach hinten laufen oder springen, wieder in Chaturanga. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana und ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Wieder 5 Atemzüge halten. Drishti, Bauchnabel oder deine Knie. Atme tief ein mit dem Bandhas Ujjayi. Ausatmen, 1. Einatmen, 2,
einatmen. Ausatmen, 3. Einatmen, wieder nach vor springen, zwischen deine Hände, mach den Rücken einmal lang und ausatmen, wieder in ein tiefes Uttanasana, vorbeuge und einatmen, bring wieder beide Arme über die Seite nach oben, schau zu deinen Händen und ausatmen, Samasthiti. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Tschüss!